Ja, hallo und Servus. In dieser Geschichte helfen Zeichnungen seiner 9-jährigen Tochter, die Auswirkungen des Parkinsons zu verstehen. Und die Geschichte stützt sich auf viele Gespräche, die er mit ihr geführt hat, Dinge, die sie in den letzten 3 Jahren gesagt oder getan hat. Aber alles sind ausschließlich seine Interpretationen. Die rote Tulpe übrigens, die steht für das weltweite Symbol für Parkinson und wächst in der Geschichte von einer Knospe hin zur vollen Blüte und macht Hoffnung.